Hallo, mein Name ist Michael Markert, ich bin Wissenschaftshistoriker und ich bearbeite an der Universität Göttingen ein Forschungsprojekt zur Geschichte der physikalischen Lehrsammlung. Im Rahmen meines Projektes sind größere Mengen Glasnegative, die man hier im Schrank hinter mir sieht, aufgetaucht und diese Objekte sind für meine Forschung sehr interessant, aber im Handling eine Herausforderung und ich möchte einen einfachen Digitalisierungsworkflow vorstellen, mit dem es möglich ist, diese Bestände zu sichten und für die Forschung und auch Publikation zugänglich zu machen. Schauen wir uns eine solche Kiste mal etwas genauer an. Darin befinden sich maximal 12 Negative. Manchmal sind dazwischen auch Abzüge untergebracht und die Negative sind idealerweise in solchen Pergaminhüllen, die sie vor Verschmutzung schützen und auch vor dem Kontakt mit Nachbarplatten, mit denen sie leicht zusammenkleben. Und wenn man die entnimmt, und das kann man der Kamera wahrscheinlich nicht so gut sehen, dann gibt es eine Seite, die sehr stark glänzt und es gibt eine Seite, die etwas matter ist und die mattere Seite ist die mit der Fotoschicht und die war in Richtung Objekt gedreht. Das ist dann später im Digitalisierungsworkflow wichtig. Für die Digitalisierung von Glasnegativen gibt es zwei Strategien. Entweder man scannt sie mit einem Flachbettscanner mit Durchlichteinheit, wie er auch für Kleinbildnegative eingesetzt wird, oder man fotografiert die Bilder auf einem Leuchttisch mit einer normalen Kamera und einem Makroobjektiv. Ich habe mich schon in einem früheren Projekt für den zweiteren Weg entschieden und den auch hier wieder angewendet, weil erstens der Workflow den studentischen Hilfskräften, die daran gearbeitet haben, schon vertraut war von Objektdigitalisierung anderer Objektgattungen und weil zweitens die Geschwindigkeit sehr viel höher ist, denn beim Scannen muss man mit für ein, zwei Bilder mit mehreren Minuten Scandauer rechnen und Fotos sind einfach viel schneller gemacht, auch wenn natürlich einige Automatikfunktionen, die Scanner für Negative anbieten, dadurch wegfallen. Unser Digitalisierungsaufbau ist denkbar einfach. Wir haben hier eine Digitalkamera, in dem Fall eine Canon 5DSR mit 54 Megapixel Auflösung. Daran befindet sich ein 100 mm Makroobjektiv und das Ganze ist auf einem Stativausleger. Die Leuchtplatte ist ein Standardmodell aus dem Fotozubehörhandel mit LED-Technik. Und darauf haben wir eine Lage Pergaminpapier geklebt, um zu verhindern, dass die Objekte Kratzer oder die Platte Kratzer bekommt. Und darauf wiederum befindet sich eine Lage Tonkarton mit einer Aussparung, in die wir das Negativ einlegen. Das haben wir gemacht, weil sich sonst die Belichtungszeit ändern kann, je nachdem, wie viel Licht von der Seite noch einfällt. Und damit man das Objekt immer an derselben Stelle auflegt, weil das ja aufeinander ausgerichtet ist. Im Regelfall arbeiten zwei Hilfskräfte gleichzeitig an der Digitalisierung. Eine kümmert sich um das Handling der Objekte. Die andere löst am Computer aus, nachdem sie das Bild kontrolliert hat. Die Kameraeinstellungen sind für Objektdigitalisierung wenig überraschend. Wir verwenden eine niedrige ISO-Zahl. Wir erstellen RAW-Bilder. Wir fotografieren mit relativ weit geschlossener Blende, in dem Fall 8. Das wäre hier nicht notwendig, aber hat den Vorteil, dass man den Fokus einmal festlegen kann und auch Glasplatten unterschiedlicher Höhe immer gleichmäßig scharf sind. Die Belichtungszeit spielt keine Rolle, weil wir vom Stativ fotografieren. Man muss nur bedenken, dass es sich bei den Bildern um Negative handelt, also die sind dann am Ende zu invertieren. Und wir haben sie mit der Fotoschicht nach oben, also in Richtung Kamera, fotografiert, was heißt, dass sie im Moment seitenverkehrt sind und man sie anschließend noch spiegeln muss. Um einmal einen Eindruck von der verfügbaren Auflösung zu geben, wenn man von einer Kamera am unteren Ende des Auflösungsspektrums ausgeht, also beispielsweise mit 24 Megapixeln, das hat zum Beispiel die, mit der ich gerade filme, dann hat man eine Sensorgröße von 6000 mal 4000 Pixeln. Man fotografiert Objekte mit Maßen von 12 cm mal 9 cm. 12 cm entsprechen ungefähr 4,72 Inch. Und wenn ich jetzt die verfügbare Auflösung durch die Inch teile, dann komme ich auf ungefähr 1270 ppi bzw. als Druckauflösung dpi. Dieses Bild hier wurde mit einer 24-Megapixel-Kamera fotografiert und wie man in der 100%-Ansicht sehen kann, ist die Auflösung für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend und man könnte es bei 300 dpi ohne weiteres im Format A3 drucken. Mit dem von uns eingesetzten Workflow sind durchaus 100, manchmal auch mehr Digitalisate pro Stunde möglich. Das kommt vor allem darauf an, wie die Objekte untergebracht sind, weil der zeitaufwendigste Teil das Handling ist. Wenn Sie Fragen zu dem Verfahren haben, zur eingesetzten Technik oder auch zu meinem Forschungsprojekt, dann finden Sie die Kontaktinformationen sowohl am Ende dieses Videos als auch in der Caption.